Liebe Womoklik-Freunde, das habe ich auch noch nie gemacht. Eine Fahrzeugvorstellung mit Live-Musik. Und das kann man natürlich nur bei Binder machen. Warum haben wir Live-Musik? Hast du die extra bestellt, um das Auto vorzustellen? Nee, Markus, guten Morgen erstmal. Wir haben ja einen 3-Tages-Event jetzt gehabt und heute ist der letzte Tag und da gibt es jetzt noch Gewitschermusik, so sagt man in Franken, und Weißwurstfrühstück zum Abschied und dann fahren die Reisemobilisten langsam nach Hause und deshalb ist eben der Musiker jetzt vor Ort. Das ist jetzt, passt natürlich jetzt ganz gut zu der Fahrzeugpräsentation. Es geht hier um ein ganz spezielles Fahrzeug, das ist zwar gebraucht, aber ich glaube ein Einzelstück. Und zu dem Fahrzeug gehen wir mal. Um was für ein Fahrzeug geht es? Also wie du gerade schon erwähnt hast, ist das wirklich ein ganz spezielles Fahrzeug, ein sogenanntes fast Einzelstück und eine Binder Edition, ein Alkhofen, Morelo Alkhofen 108 mit Garage hinten für Mini Cooper oder Fiat 500 oder kleiner. Ja, also daran kann man schon erkennen, dass das wirklich ein absoluter Hingucker ist. Und was natürlich das Highlight bei diesem Fahrzeug ist, es handelt sich um ein 15-Tonner-Chassis und hat den großen Motor natürlich drin mit 320 PS. Ne? Also das Auto ist wirklich sehr reizvoll. Und jetzt seht ihr dieses Prachtstück, ein enorm langes Fahrzeug. Das ist ein 108er mit 10 oder 11 Meter 10 genau. Die Länge, wir werden es dann sehen, macht sich natürlich zum Positiven auch im Innenraum bemerkbar. Ne? Also man hat da richtig schön Reisemöglichkeiten mit Stauräume und Verpackungsmöglichkeiten. Stauräume hast du gesagt, da wollen wir mal, nehmen wir da mal die Klappen da auf der Seite. Was ist denn da alles verborgen? Gehen wir mal zur ersten Klappe. Was verbirgt sich hier? Hier haben wir, machen wir das hier im Schnelldurchlauf. Wir haben hier eine Durchlade für gewisse Gegenstände, Stühle, Tische etc. Gut, da noch das Ladegerät. Genau, das ist das, weil es ja eine 24-Volt-Chassis ist, das ist ein extra Ladegerät für die Starterbatterien dann auch. Ne? Nebendran ein bekanntes, ich glaube, das kennen wir. Gasflaschen, wenn sie dann drin sind, 2x11 Kilo. Genau. Hier haben wir dann, wie bei Morelo ja bereits bekannt, das Entsorgungsfach und Versorgungsfach. Hier haben wir dann Ablassschieber für Fäkaltank und für Grauwasser. Das gleiche ist auch der Ablasshahn für Frischwasser und die Spüleinrichtung zum Reinigen der Grau- und Fäkaltank. Wenn ich da jetzt reinschaue, sieht es aus wie in den neuesten Modellen. Wir haben vom Alter noch gar nicht gesprochen. Wie alt ist denn dieses Fahrzeug? Das Fahrzeug ist aus Erstzulassung aus 2017, ja, aus erster Hand und hat 39.000 Kilometer drauf. Also ja, es ist wirklich eingefahren. Gerade eingefahren für eine LKW-Chassis, ja. Gut, und jetzt die nächste Klappe. Da haben wir zusätzlich noch Staufläche noch. Hinten sind die Sensoren für die Ablass, Frischwasser- und Abwassertanks. Ja. Gut. Ja. Und hier auch ganz ein interessantes Fach, angefangen mit der Heizung. Heizung, Wasserpumpe, Wasserfilteranlage und Außendusche. Sehr schön. Und dann diese große Klappe verbirgt. Oh, ja. Da ist aber ein sehr großer Gastank. Ja, das ist ein 195 Liter Gastank, so zusätzlich zu den 2x11 Kilo Gasflaschen. Mhm. Somit kann man dann wirklich auch im Winter mal etwas länger unterwegs sein. Ja, und viele machen ja dann hier in dieses Fach die kleine Waschmaschine rein. Ja, wäre zum Beispiel hier eine Möglichkeit, das zu tun, ist aber bei diesem Fahrzeug nicht nötig, weil bereits eine Waschmaschine im Innenraum verbaut ist. Ui, gut. Man sieht, du hast schon am Anfang gesagt, Binder Edition, das sieht man überall, sogar auf den Felgen. Ja, wir haben jetzt im Außenbereich haben wir sehr dezente Merkmale gesetzt.
ich sag mal, den normalen Laien fällt es auf Anhieb nicht auf. Den Kenner natürlich, der weiß dann genau, was gemacht ist. Wie zum Beispiel hier, wir haben, wie du erwähnt hast, die Felgen in schwarz glänzend lackiert. Dann haben wir außen die Begrenzungsleuchtung in dunkler Optik gemacht. Wir haben auch die ganzen Staufächer außen mit schwarzen Silikon verkleidet, damit wir einfach ein wenig Akzente und einen Kontrast hervorheben können. Im vorderen Bereich, da kommen wir dann noch dazu, da haben wir ein bisschen mehr gemacht. Ja. Ihr seht, bei Binder fühlt man sich richtig wohl. Das sieht man da an der Chichi. Die ist da am Boden und ihr gefällt es. Und wir machen weiter. Jetzt kommen wir zu einer ganz großen Klappe. Ja, wie ich bereits schon erwähnt, handelt es sich hierbei um ein Garagenfahrzeug für Mini Cooper, Fiat 500 oder kleineres. Da schauen wir mal rein. Zusätzlich noch ein Anhängerhaken, was man da noch mitnehmen will, wahrscheinlich noch das Boot. Zum Beispiel, ne? Schön langsam und gedämpft. Wir sehen hier noch die Sensoren für die, wie sagt man, dem Abstands. Ja, Einparksensoren, Parksensoren, ja. Genau. Zusätzlich zum Rückfahrkamerasystem natürlich, dass er. Und dann eine riesen Abstellkammer, nenne ich das mal. Ja. Das sieht man schon, das ist wirklich eine sehr, sehr große Garage und ist auch dann individuell zu nutzen. Es bietet sich ja auch an für Motorradfahrer oder so. Das muss ja nicht immer ein Auto mitgenommen werden. Man kann ja das auch umfunktionalisieren. Oder wir hatten schon Kunden, da hatten wir einen begehbaren Kleiderschrank reingebaut. Was mir auffällt, hier hat es eine andere Öffnung des Tores. Das sieht man hier. Das heißt, glaube ich, hier könnte man einfacher noch Fahrräder montieren. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel hier seitlich noch die Fahrräder anhängen, Stühle befestigen und so weiter. Also sehr ausgeknügelt. Das Fahrzeug wird mittels Seilwinde reingezogen, dazu auch die zwei Auffahrrampen. Und wenn wir vorne noch schauen, da ist dann wieder Mastervolt-Elektronik verbaut und die Schläuche, da die schwarzen Schläuche, sind für die Heizung. Die kann man natürlich dann auch die Garage ein bisschen beheizen. Jawohl, selbstverständlich. Zum einen natürlich durch die Leitungen, wo verlaufen, wird es automatisch schon teilweise mit beheizt. Und zum anderen sehen wir hier hinten auch den Wärmeregler. Hier links den Hebel, genau. Wo man dann zusätzlich noch heizen kann. Das wäre jetzt die Rückseite und da ist mir was aufgefallen oder respektiv nicht aufgefallen. Dieses Fahrzeug wurde angepasst und zwar an die neuen Modelle. Erzähl, was habt ihr da geschummelt? Ja. Naja, es ist eigentlich der Gedanke daraus entstanden, weil das Fahrzeug wirklich in einem sehr, sehr schönen, fast neuwertigen Zustand sich befindet. Da haben wir gesagt, okay, 2017 gab es ja natürlich noch nicht das Facelift, sondern ist noch das Modell aus 2017 gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da was tun, damit wir denen sehr ähnlich kommen, den aktuellen Modell. Und somit haben wir dann oben das Heck leicht verändert, auch unten als den Diffuser abgebildet, dass man dann wirklich in den auf dem aktuellen Stand kommen dann. Ne? Ja. Das ist also richtig gelungen. Mir ist nicht mal aufgefallen. Gut, jetzt klappt. Dann haben wir hier noch ein paar Details eben gemacht, weil wir haben versucht, den Chrom aus dem Fahrzeug oder von dem Fahrzeug wegzubringen. Und somit haben wir das wirklich dann hier auch die Chromringe alles angepasst in schwarz glänzend dann. Ne? Gut. Die nächsten Klappen, also die hinterste, ist natürlich, um das Fahrzeug nach vorne an der Vorderachse zu befestigen. Genau, oder vielleicht noch irgendwas zu verstauen. Diese Klappe dann. Jetzt haben wir dunkel und ihr seht noch mal jede Menge Platz hier. Das ist der
Schalter, wo dann, wenn das Fahrzeug reingezogen wird, halt eben stoppt. Dieser gelbe Teil wird dann, ich kann es jetzt nicht gerade zeigen, wird dann zum Stoppen der Seilwinde. Genau. Das ist dann hier, fährt praktisch das Vorderrad an den Schalter ran und dann wird die Seilwinde hier abgeschaltet. Gut. Somit, dass man verhindert eben, dass man Missgeschick passiert und das Fahrzeug weiter bis zur Krüche hineinzieht. Genau. Was verbirgt sich denn hier? Ja, hier haben wir das Elektrofach für die Batterien, den Hauptschalter und auch den Switch vom Mastervolt. Das Fahrzeug ist auf Mastervolt-System, ist mit Mastervolt-System ausgestattet. Seilwinde auch noch da versteckt? Genau, hier hinten die Seilwinde dann, dass man, wenn man wirklich im Ernstfall mal ran muss, auch an die Absicherung, dass man da schön rankommt. Generator lese ich da. Ja, Fahrzeug ist mit einem Gasgenerator zusätzlich noch ausgestattet. Wir haben hier Gel-Batterien drin mit 3x210 und zusätzlich dann auch den Gasgenerator. Und der macht dann auch wieder Sinn in Verbindung mit den 195 Liter Gastank natürlich. Ne? Ich denke, solarisch auch noch ein Thema. Ja, sind 4x120 Watt verbaut. Das kann man natürlich auch individuell für den einen oder anderen, könnte man das noch erweitern. Der Vorbesitzer hat gesagt, für ihn ist das ausreichend, weil er hatte als Reserve immer noch den Generator dann an Bord. Also, dann haben wir nur noch eine Klappe. Nein, zwei. Eine noch da. Ist immer interessant, da reinzuschauen. Ich nenne das mal den Sicherungskasten. Jawohl, hier ist dann die Bordelektronik, einmal die 12-Volt-Seite und einmal die 230-Volt-Seite verbaut. Somit ist das auch natürlich für den Nutzer relativ übersichtlich. Man muss nicht im Fahrzeug etliche Kästchen aufmachen, sondern man hat es hier zentral verbaut. Sollte mal eine Sicherung kaputt sein oder auslösen, dann ist es relativ übersichtlich, wo der Fehler sitzt dann. Ne? Jetzt mal ein Schalter oder ein Riegel oder wie man dem nennt, das ist der da. Das wissen viele gar nicht. Hier könnt ihr die Bodenheizung regulieren. Also wenn es zu heiß wird, könnt ihr ein bisschen reduzieren. Ihr könnt sie ganz ausschalten oder halt eben auf Volllast. Also wenn ihr zu warme Füße habt, probiert da mal ein bisschen zu reduzieren und vielleicht ist dann das Problem schon wieder weg. Stimmt, das ist korrekt, absolut korrekt. Aber muss ich dir auch recht geben, wissen viele nicht, dass man die Fußbodenheizung separat noch abschalten kann. Der eine oder andere mag das nicht leiden und dann kann er hier Hand anlegen. Gut, jetzt wirklich noch zur letzten Außenklappe, das ist die da vorne. Ich denke, das gehört zum Durchladefach. Hier haben wir das Durchladefach auch und wie du siehst auf der linken Seite ist eine Zentralstaubsaucheranlage verbaut. Somit dann kann man den wirklich innen anstecken und hat einen Anschluss für die Staubsaucheranlage und kann dann das Fahrzeug dementsprechend reinigen. Also der Schlauch ist nicht zum Entsorgen gedacht, ja, was ich im ersten Moment gemeint habe, sondern für den Staubsauger. Genau. So. Genau. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt natürlich das, was uns am meisten interessiert. Wie wohnt man in dem Auto? Oder respektive, bevor man wohnen kann, muss man ja irgendwo hinfahren. Wir müssen ein Cockpit haben. Auch da ist alles Binder Edition. Ha? Ja, also das war jetzt eine Herausforderung. Und wie bereits schon erwähnt, ist das wirklich ein Einzelstück, das Fahrzeug. Und somit war es noch reizvoller, an diesem Auto die Umbauarbeiten durchzuführen. Weil die meisten kennen ja das LKW-Cockpit und es ist immer, ich sage es jetzt einfach auf Englisch, es wirkt wie ein Plastikbomber. Ne? Also komm, beweis uns, dass man aus einem Plastikbomber auch etwas Edles machen kann. Dazu die Türe auf, wir haben eine Beifahrer- und Fahrertüre, also bei dem Reisemobil, ist nicht wie beim Vollintegrierten, wo die Türen wegfallen und schon fällt einem Schwarz auf, Schwarz, Anthrazit. Ja, also wir haben den kompletten Innenraum, man sieht es hier an die Türverkleidungen, das wurde alles demontiert und wir haben das komplett mit Alcantara bezogen. Ja, also ein
ein Stoff, der sehr gut zu waschen, respektive zu reinigen ist. Genau. Zum einen zum Reinigen und zum anderen macht er natürlich einen edlen Charakter vom Innenraum. Jetzt sitzen wir hier in diesem Iveco. Wie nennt sich der genau? Eurocargo. Das ist der 150-320. Also die 150 für die 15-Tonner Chassis, die ja, wie erwähnt, sehr reizvoll ist. Und die 320 zeigt die Motorleistung aus. Und jetzt eben alles eingefasst in Alcantara. Das fängt da bei der Lenkradabdeckung genau, schon an. Genau, wir haben die Lenkradabdeckung eingefasst, haben hier dann das in Hochglanz lackiert. Und auch das komplette Armaturenbrett, siehst du auch, die Schalter, alles war demontiert. Und wir hatten das komplette Armaturenbrett hier mit Alcantara bezogen. Hier sogar auch die seitliche A-Säulenverkleidung und geht dann weiter über den Dachhimmel, über die komplette Verkleidungen. Dachhimmel war ausgebaut auch und haben wir komplett neu bezogen und geht dann nach hinten sogar weiter, die Schiebetür auch von der Vorderseite natürlich auch bezogen, damit das Ganze dann wie aus einem Guss wirkt. Mhm. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, wie ich vorhin noch vergessen habe, beziehungsweise wollte ich das, sobald das wir in den Innenraum sitzen, erwähnen. Wir haben hier die Ablagefläche. Wir haben hier noch USB installiert, somit dass der Fahrer seinen Laptop, Handy etc. alles auch hier nutzen kann und laden kann. Hier unten haben wir dann die Schaltereinheit. Wir haben die indirekte Beleuchtung, wie du gesehen hast, in Orange. Ja. Natürlich Binderorange, ne? Muss ja sein. Ne? Wem das aber nicht gefällt, können wir das auch noch in Weißlicht umstellen. Ah, gut. Ne? Und genauso, wir haben ja an der Front auch eine gewisse Veränderung von außen gemacht. Auch. Wir haben das dezent verändert, das Design. Sowie auch an den Türen. Wer den Eurocargo kennt und die Türe ist offen, ist ja die Glasscheibe unten im Fußbereich. Ja. Und ich persönlich finde das nicht so optisch, nicht so schön, und darum haben wir auch die Scheiben unten abgedunkelt. Und zusätzlich haben wir außen oben noch eine Leitbar unter den Alkoven montiert. Und hier oben haben wir dann noch die Schaltereinheit dann für die Druckluftfanfare, die ja oben auf dem Dach sitzt, weil bei einem LKW ist das zwingend erforderlich. Ne? Eine Druckluftfanfare, das ist, ja. Sonst gehört man nicht dazu. Das ist für einen Mann die Druckluftfanfare ist fast wie für die Frau der Thermomix. Also braucht nicht jeder. Und mit musikalischer Begleitung geht es jetzt in den Innenraum. Und als erstes fällt einem schon wieder was auf. Und zwar, dass bei der Türe, dass wir hier Holz verbaut haben. Holz wäre... Du kannst es gerne anfassen, es fühlt sich an wie Holz. Ja. Es handelt sich wirklich um eine Folie. Man kann den wirklich voll beladen fahren, sprich vollen Frischwassertank, PKW in der Garage und auch noch das persönliche Gepäck natürlich da an Bord. Und von dem her ist es fast unmöglich, das Fahrzeug zu überladen. Gut, jetzt aber rein, komm. Ihr seht, der Micha stimmt immer alles, da gehört sogar die Schuhe dazu. Die Binderfarben müssen einfach irgendwie angewendet werden, das ist normal. Und jetzt sind wir bereits im Innenraum und wir reden ja von einem Alkoven, das heißt, wir haben vorne schon mal ein Riesenbett. Ich schätze mal 2,40 Meter auf 2,10 Meter. Schätzungsweise. Ja, kommt hin. Also riesig, da rein theoretisch könnten 3 Kinder da oben schlafen, ohne Probleme. Ja, der Alkoven ist ja prädestiniert für Familien mit Kindern und somit ist das halt, möchte mal sagen, ein separates Kinderzimmer. Ja, jetzt mal die wichtigste Frage, wie viele Leute dürfen eigentlich mitfahren? Ja, das ist bei diesem Fahrzeug natürlich auch ganz speziell. Es handelt sich tatsächlich hier um eine 6-Personen-Zulassung, Fahrer, Beifahrer und 2 im Innenraum mit dementsprechend auch die Gottesplätze. So ist es auch eingetragen.
Also man sieht es mal bei der Garnitur hier. Und das wäre dann auch hier hinten versteckt. Das hat man jetzt, weil man es nicht benötigt, kann man ja das verstauen. Ja. Vorher beim Eingang eben haben wir das Holz erwähnt und das sieht man jetzt auch überall. Diese Holzimitation, also Folierung ist es. Ja, also bei diesem Fahrzeug haben wir den kompletten Innenraum umgebaut. Wir haben hier neue Stauraumklappen montiert und haben die dann in Holzoptik foliert. Weil das war, vorher war ja der Griff noch in der Mitte in Chrom, mit der Ledereinlage. Das hat uns natürlich nicht gefallen, passt jetzt zu dem ganzen Stil einfach nicht. Und deshalb haben wir das komplett geändert. Man sieht es auch hier im Eingangsbereich. Wir haben einmal den Korpus haben wir in Grau foliert, ja. Mit grauer Folie. Und die Stauraumklappen und Schranktüren haben wir in der Holzoptikfolie. Somit spiegelt sich wieder ein schöner Kontrast und wirkt natürlich das Raumgefühl durch die helle Folie, wirkt das Raumgefühl noch größer. Dann sieht man auch hier, wie nennen wir die da, die Jalousie. Die ebenfalls in selber Farbe. Genau, wir haben dann die RAV Storm montiert, haben da dazu auch andere Leseleuchten montiert. Die haben dann zusätzlich auch noch einen USB-Anschluss. Wenn man hier sitzt, dann kann man auch sein Handy kurz einmal mitladen. Gut, dann kommen wir zum Leder. Schwarz-Creme gemischt. Ja, das ist ein Bicolor-Leder mit Schwarz- und Cremefarben bzw. Sahnefarbe als Kontrast. Sehr schön geworden. Also es passt wirklich alles toll zusammen. Auch hier oben, das sieht man auch, eingefasst. Das war natürlich viel Arbeit, die Rundungen schön hinzubringen. Da braucht es einen Profi, der das macht. Und es ist wirklich toll rausgekommen. Jetzt kommen wir schon zur Küche. Ja, auch bei der Küche haben wir leichte Veränderungen gemacht. Auch die Oberschrankklappen. Verändert und neu foliert. Es ist natürlich so, die Folie haben wir auch den Korpus hier in Grau gemacht und dann ist natürlich immer die Herausforderung, was macht man denn, wenn man die Schrankklappe öffnet? Will man da den Ursprung auch noch sehen? Nein, das will man glaube ich nicht und deshalb haben wir dann auch sogar innen die kompletten Staufächer foliert und auch die Ablagefächer, die Fachböden haben wir in weiß gemacht. Wenn der Kunde dann seine Gegenstände reinstellt, dann hat er natürlich eine bessere Übersicht, als wenn hier nur ein dunkler Raum wäre. Sehr schön gelungen. Und dann die Kaffeemaschine in der Ecke und eben alles in Grau. Jawohl, hier den Wasserhahn haben wir auch. Ein anderer Wasserhahn. Wie ein Schwanenhals. Genau, dann hier noch mit Auszugsbrause. Wie dann, zu Hause. Das, damit man auch beim Abwasch dann dementsprechend sauber arbeiten kann. Den normalen Dreiflammkocher. Genau, kann den ja mal aufmachen. Den kennt man. Ja, und daran erkennt man auch, wie gepflegt das Fahrzeug auch ist, weil der ist so gut wie nie benutzt. Hat das was, wenn man sagt, Fahrer mit großen Fahrzeugen kochen weniger? Ja gut, da gehen die Meinungen auseinander, auch die Praxis, ich sag mal, die einen, die kochen mehr, die einen kochen weniger und das bleibt jedem selber überlassen. Muss jeder für sich entscheiden. Gut, weiter geht's. Hier haben wir drei Schubladen, um Pfannen etc. unterzubringen. Die sind dann auch ja, relativ tief, riesig, da bringt man viel rein. Das drei Stück, gegenüber hat es nochmals vier und in der Mitte, ja toll, die sind auch sehr tief. Ja. Und ich nehme an, in der Mitte ist für den Abfalleimer. Die Abfalleimer. Dann kommen wir auf die Rückseite. Apothekerschränke, zwei Stück. Genau, wir haben hier zwei geteilte Apothekerschränke. Auch schön eingefasst. Jawohl, auch im Innenbereich, wenn du hier rein filmst, auch. Man kann den durchaus aushängen, den Apothekerschrank. Man sieht nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Ja, ja.
Das ist ein Riesenaufwand. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber wie würde das jetzt aussehen, wenn wir das nicht gemacht hätten? Man macht aus und sagen, okay, jetzt sieht man das, wie es vorher ausgesehen hat. Das ist einfach wie gewollt und nicht gekonnt dann. Ne? Den großen Kühlschrank. Genau. Den Kühlschrank. Ja. Und oben, da gehört glaube ich schon, ist noch Backofen oder sogar Mikrowelle? Das ist Mikrowelle, und Backofen. Und selbst die war in Chrom. Selbst Aha. Die haben wir mit schwarzem Gehäuse dann gemacht, weil es einfach von der Optik jetzt hier so nicht mehr reingepasst hat. Gut. Dann kommt der große Kasten, wo man halt eben viele Sachen deponieren kann. Und da könnte man die Kleider aufhängen. Genau. Auch den Kleiderschrank natürlich von innen mit der grauen Folie ausgekleidet. Und beleuchtet. Und beleuchtet, jawohl, selbstverständlich. Ja. Wir haben zwei Klimaanlagen verbaut. Die eine da im Küchenbereich und die andere wäre dann im Schlafzimmer hinten. Genau. Und hier ist es eben auch so, die Kenner, denen fällt es auf, das Klimaanlagengehäuse, das war in ein Reinweiß, also ein helleres Weiß. Ja. Das hat aber zur Optik nicht gepasst und deshalb haben wir das komplette Gehäuse auch in Cremefarben lackiert. Somit fällt das so am Dachhimmel nicht so auf. Gut. Und jetzt kommen wir ins Raumbad. Abgetrennt durch diese Tür. Holzoptik und es sieht einfach heimelig aus. Ja, es wirkt ein modernes Wohlfühlambiente in diesem Fahrzeug. Ja. Ihr seht die große Dusche, ebenfalls die Rückwand, die wurde in Stein gemacht, sagt mir den Stein. Das ist Betonoptik. Oder Beton. Ja, das ist aber hier nicht foliert, sondern das sind spezielle Platten, die auch wasserfest sind, die auch beim Hausbau und bei Badrenovierungen verwendet werden. Und die haben wir hier angepasst und haben natürlich auch das Duschpanel sowie auch die Brause mit Stangen haben wir dann alles in schwarz umgeändert. Somit ist das immer der Kontrast, wo sich widerspiegelt. Wir bauen eine Waschschüssel in schwarz rein mit einem stehenden Wasserhahn auch, somit, dass die Optik wieder zusammenpasst. Schräg haben wir auch aus dem Grund gewählt, zum einen von der Optik, dass wir den leicht schräg eingebaut haben, zum anderen ist es natürlich auch vom Zugang, wenn man dann wirklich morgens bei der Morgentoilette vom Waschtisch steht, Zähneputz etc., dann kann man sich hier schön davor stellen, man hat sehr viel Platz und somit ist das Design und das Praktische miteinander vereint worden. Was ich jetzt da feststelle, kein Zahnglas. Wo kommt das Zahnglas hin? Haben wir das vergessen? Wir haben es nicht vergessen. Da haben wir darüber diskutiert, wollen wir das jetzt schon montieren oder soll das dann der neue Käufer entscheiden, wo er es gerne hin hätte? Weil eigentlich ist es hier vorgesehen. Ich habe gesagt, wir lassen es jetzt einfach weg. Und der neue Besitzer soll das entscheiden. Dann montieren wir das und dann ist das eine abgerundete Sache. Gute Überlegung. Und dann kommen wir zum stillen Häuschen, oder? Ja. Bei diesem Fahrzeug haben wir das sogenannte Luxusbad mit einem separaten Toilettenraum, der dann hier dahinter steckt. Oh, da sieht man schon mal. Normalerweise in Weiß. Oder war der schon so? Der war in Chrom. Der war schon so. Den kann man vom Werk, vom Werk aus schon werkseitig in Chrom bestellen. Der Haken da oben auch in Schwarz und halt wieder Betonoptik. Und jetzt ganz ehrlich, was ich vermisse, ich kann nicht rausschauen während der Sitzung. Ja, das ist bei diesem Luxusbad war das so üblich, dass kein Fenster verbaut war. Mhm. Dafür ist oben ein Dachfenster verbaut. Und nebendran ein Schrank, wo man auch Toilettenpapier verstauen kann. Auch hier fehlt noch der Toilettenpapierhalter.
wahrscheinlich eben wieder, genau. Das muss der neue Besitzer sagen, wo er es hin will. Genau. Gute Ausrede, wenn was vergessen wurde. Das ist ja nicht das erste Video, was ich mit dir mache. Ich habe schon etliches von dir gelernt. Gut. Dann schauen wir, das ist auch nicht original. Nein. Und wie dir vielleicht aufgefallen ist, ist die Türe innen in grau foliert und auf der Außenseite natürlich wieder passend in der Holzoptik. Mhm. Und ihr habt gesehen, das Schlafzimmer, immer wieder habt ihr da Einblicke gehabt und jetzt seht ihr es mal total. Ein großes, helles Schlafzimmer, das machen einfach die Farben aus. Es drückt nicht und was ich schön finde, diese Jalousien, das finde ich toll. Muss man die beim Fahren raufziehen, sonst kleppern die wahrscheinlich? Nein, muss man nicht. Also die sind auch relativ fest verspannt. Weil die separat mit separate Seile noch gespannt werden und dann sind die relativ stabil. Ja, was will man noch mehr? Man fühlt sich wohl in so einem Schlafzimmer. Warum das Bett so hoch ist, erklärt sich ganz einfach. Darunter ist ja ein Fahrzeug verstaut. Genau, das aufgrund der Fahrzeuggarage erhöht sich natürlich das Bett, weil das Bett über dem Fahrzeug steht dann. Wir haben natürlich bei diesem Fahrzeug auch noch mit den unendlich an Kleiderschränken. Ich glaube, da auf der Seite haben wir ja noch. Genau. Links und rechts. Wir haben hier. Und wieder links hell und genau. Leuchtet toll. Dann haben wir hinten links und rechts auch noch mal zwei Hängeschränke, sowie auch in der hinter dem Bett die Türchen, wo mit Holzoptik sind, dahinter sind auch noch Schränke. Der Schrank hier. Und was auch noch ist, ein schöner Fernsehabend, Sonntagabend, Tatort, das kann man vom Bett aus. Ja. Schiebetüre, genau, auch in Holz, also sehr, sehr heimelig hier. Ich finde das richtig toll gelungen und ich würde jetzt das Fahrzeug sofort nehmen. Hier wieder die Klimaanlage verbaut. Und dann haben wir noch ein Hecki hinten. Genau. Auch bei dem Hecki, wie man sieht, haben wir den Baldachin auch dementsprechend angepasst, dass er wieder zum Styling dazu passt. Ja, also, da ist das Fahrzeug, wie gesagt, gebraucht. Das sah mal anders aus und jetzt sieht es top aus. Und ich würde sagen, eigentlich ein Neufahrzeug, das jetzt einfach eingefahren wurde. Ja, um Neufahrzeug handelt es jetzt nicht. Also, aber es kommt einen sofort. Also das ist einem Neufahrzeug sehr ähnlich und aufgrund der Umbaumaßnahmen ist natürlich, hat das Fahrzeug einen ganz eigenen Charakter. Dieser Knopf ist zum Öffnen eines großen Kleiderkasten. Denkst du? Wie bereits ja außen erwähnt, hatte ich ja schon angekündigt, dass das Fahrzeug eine Waschmaschine verbaut hat. Und diese Waschmaschine ist hier verbaut. Oh ja, ein Riesenteil. Ja, ist ein Toplader. Und selbst hier haben wir den kompletten Einbau und Umbau von der Waschmaschine außen verkleidet in der Folie wieder und oben noch nutzbar als Kleiderschrank. Wahnsinn. Was fehlt noch? Fehlt noch was? Nö, das Fahrzeug ist eigentlich komplett. Ich wüsste nicht, was man noch reinmachen kann. Gut, also ihr seht hier ein total gut ausgerüstetes Fahrzeug. Alt auf neu gemacht. Ist fast böse gesagt, alt auf neu. Wie nennen wir es? Tja, das Auto. das Fahrzeug ist halt Fünfjährig? Fünfjährig, 30.000 Kilometer hast du gesagt. 39.000. 39 und jetzt innen eigentlich neu? Komplett neu, den aktuellen Lebensstil angepasst. So, Micha, jetzt haben wir alles gesehen, aber eine Frage, die ist noch offen. Die wollten wir eigentlich schon am Anfang, oder wollten viele am Anfang schon wissen. Wir haben es bis zum Schluss behalten. Der Preis, das ist natürlich das Ausschlaggebende, ob man eben so ein Fahrzeug kaufen kann oder eben nicht.
Mit was für einer Zahl muss man da rechnen? Erschrecke ich jetzt? Nee, also der Preis ist für das, was das Fahrzeug bietet, absolut moderat. Und wir haben auch versucht, den Preis so günstig wie möglich zu kalkulieren. Aufgrund der Umbauarbeiten kann man sich natürlich vorstellen, dass da eine Vielzahl an Stunden reingeflossen ist, auch an Materialkosten noch hinzu dann. Aber ich denke mal, der sich für dieses Fahrzeug entscheidet, hat ein absolutes Unikat, das auch in der Praxis wirklich vielseitig nutzbar ist. Und somit haben wir uns entschieden, oder den Preis dann so kalkuliert, auf 369.900, den wir absolut fair finden. Ein absolut fairer Preis, wenn man bedenkt, mit 6 Personen kann man hier unterwegs sein. Man kann liegen zu 6, also 2 hinten, 2 oder 3 oben im Alkoven. Und hier hätte man ja noch die restliche, Schlafmöglichkeit. Genau. Also da kann man noch irgendwas basteln, glaube ich. Genau, man könnte jetzt hier umbauen, beziehungsweise, wenn es noch gewünscht ist, könnte man den Tisch als absenkbar machen. Dann hätte man hier eine komplette Liegewiese hier im vorderen Bereich. Super. Und vor allem, man muss in keinem Waschsalon, man hat alles dabei. Das Auto, Waschmaschine, den Staubsauger und, und. Es fehlt an nichts. Was fehlt, ist das Material, das im Kühlschrank sein sollte. Also mich hat das sehr, sehr interessiert, dieses Fahrzeug. Von außen sticht einem das ins Auge und erstens erschreckt man, denkt, boah, ist der lang. Aber wenn man jetzt so hier drin ist, toll. Ein schönes Einfamilienhaus auf Rädern. Jawohl, so kann man das sagen. Und dadurch, so wie wir das Fahrzeug jetzt hingestellt haben, haben wir die Luftfederung natürlich ganz abgelassen. Dann wirkt der natürlich noch extrem wuchtig. Ne? Und deshalb bitte nicht täuschen lassen, wenn der in Fahrposition ist, dann ist es natürlich auch fahrbar aufgrund des Überhangs auch. Ne? Gut, jetzt sieht das jemand, wo soll er sich melden? Er kann sich entweder bei mir direkt melden oder bei unserem Verkaufsleiter Martin Kaiser. Der würde dann das Fahrzeug auch gerne mal den Interessenten zeigen, weil auch auf das Video gibt viel her, aber letztendlich muss man das Ganze fühlen und erleben. Genau, ja, ja. Man muss das Leder riechen, ja. Und man merkt, dass es hier für mich eigentlich fast wie ein Neufahrzeug riecht. Jetzt natürlich Binder, wo ist Binder zu Hause, wo kann man hinfahren und dieses Fahrzeug anschauen? Wir befinden uns im schönen Frankenland zwischen Herzogenaurach und Neustadt an der Aisch im Ort Wilhelmsdorf, Binder First Class Reisemobile in der Rudolf-Diesel-Straße 7 in 91489 Wilhelmsdorf. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ja, und denk dran, der Erste hat ihn, der Zweite kann ihn nicht mehr haben. Ja. Also hiermit vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Sehr, sehr, sehr interessant. Hat mich selber begeistert. Toll. Also Micha, viel Erfolg und dem neuen Besitzer wünsche ich jetzt schon viel, viel Spaß. Danke, Markus. Tschüss. Ciao, mach's gut.